So, es geht los, Ladies and Gentlemen. Community Podcast Nummer 6 startet zum 5-jährigen Jubiläum des Emissary Programms unter Leitung von Sneaky Roo, wie immer. Let's go, 5 Sekunden. Go, 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 go. Ah, I love it. Ladies and Gentlemen, welcome to all of you. Welcome. Welcome, welcome everybody. Willkommen, willkommen. Another talk of community podcast. It is lovely to have you here with us today. We have podcast number 6. Podcast number 6. So, herzlich willkommen alle, die Zeit gefunden haben zuzuschauen. Wir sind im Podcast Nummer 6 und wir haben heute einen sehr, sehr, sehr speziellen Tag. Wir feiern 5 Jahre 5-jähriges Emissary-Programm. Es gibt tatsächlich einige Pläne für dieses 5-jährige Event und wir werden einige dieser Pläne heute verkünden. Aber lass uns erst starten. Let's go. Let's do things in order. Hello, lass uns die Sachen in der richtigen Reihenfolge angehen. Hallo Aaron, hallo Snicky, grüße, grüße, grüße. Wie immer werde ich von Iron Fist begleitet. Ihr wisst, wer er ist. Unser dreimaliger Meister. Ich bin so oft Meister gewesen, ich kann es gar nicht mehr zählen. Und natürlich ich selber, Snicky, are you? Ihr habt mich möglicherweise schon mal gesehen oder gehört bei Übersetzungen für BSG von Russisch ins Englische und andere Sachen, die ich gemacht habe. Geistere hier und da rum. Es fühlt sich mittlerweile schon an wie eine Ewigkeit, dass ich das mache. Aber wir sind wirklich, wirklich glücklich, dass wir hier heute mit euch das Jubiläum feiern können. Das ist wirklich ein besonderer Moment, weil 5 Jahre dieses Programms bedeutet einfach sehr, sehr viel. Wie viele Emissäre haben wir momentan? Ich glaube, wir sind momentan fast 70 Leute. Ja, es gibt einige Regionen, die mehrere Emissäre haben. Aber wir müssen so ungefähr um die 70 Emissäre sein, weltweit. Ja. Ja, da geht einiges ab. Also wir haben wirklich, wie gesagt, in einigen Regionen mehrere Emissäre, zum Beispiel in Deutschland gibt es mehrere und auch in anderen Ländern. Und das hat auch seine Gründe, um BSG zu helfen, dass sie ihre Arbeit gut machen können und ja, dass wir gemeinsam das Ganze gut hinbekommen. Worum es dabei geht, ist primär um die Kommunikation zwischen der Community, zwischen dem Spieler und der Firma, zwischen BSG und der Community. Und ja, wir müssen immer am Ball bleiben und aufmerksam sein, dass auch alles funktioniert, damit die Informationen gut weitergetragen werden und dass die richtigen Informationen auch und auf die richtige Art und Weise an die Firma weitergegeben werden, an Battleset Games weitergegeben werden. Wenn ihr Emissary werden möchtet, heute werdet ihr herausfinden, wie andere Emissäre zu ihrem Job gekommen sind, wie wir Emissäre geworden sind. Aber heute geht es in diesem Podcast nicht nur um mich und auch nicht um Iron Fist, sondern es geht generell um die Emissäre. Also, was wir heute geplant haben, ist eine ganze Serie an Interviews von allen Emissären in verschiedenen Regionen, wo, ich weiß nicht, ihr werdet vielleicht noch nicht mehr von Leuten gewusst haben, dass sie Tarkov spielen, aber glaubt mir, Leute spielen überall Tarkov in jedem Land. Es ist eines der größten Spiele, was überhaupt rausgekommen ist in der Spielerhistorie. Meiner Meinung nach sogar besser als so einige AAA-Titel, aber das ist meine persönliche Meinung. Einige Leute momentan nehmen eine Pause von EFT, einige hören noch auf, aber wir sind immer noch hier, machen immer noch unsere Aufgaben und wir sind immer noch da für die Community. Was auch immer das fordert von uns, wir bleiben dabei. Also ich spiele jetzt
das Spiel seit 4 Jahren und war schon Teil verschiedener Communities, regionale Communities, habe viel im kompetitiven Bereich gemacht, kompetitive Events, hatte Partnerprogramme mit verschiedenen Firmen, Brands, mit verschiedenen Leuten, neuen Leuten in Kontakt getreten. Und ich denke, dass dieses Emissary-Programm einfach eine Brücke ist zwischen den Entwicklern und der Community, wo sich wirklich viele Spiele auch spezialisiert haben in verschiedene Bereiche. Und ja, diese Brücke zu schlagen zwischen diesen ganzen Leuten und der Firma, das ist unser Ziel als Emissary. Ich glaube, ich habe das auch bei einem der Community-Podcasts schon gesagt. Also wir Emissäre sind praktisch die Leute, die die ganzen Complaints, also die ganzen Beschwerden kriegen. Ja, es ist so. Also ich würde sagen, das ist so ein guter Anteil von unserer Arbeit, die Beschwerden auf sich zu nehmen. Ja, und es ist für uns auch wichtig. Also es geht nicht nur darum, die Beschwerden aufzunehmen, sondern auch mitzukriegen, wie sich die Community fühlt, wo sind Probleme, was treibt die Community an, das Spiel zu spielen oder nicht zu spielen. Also zuzuhören ist auch ein wichtiger Teil eines Emissärs. Also wir werden heute einiges mitbekommen von den Aufgaben, einiges mitkriegen, was da geplant ist. Und lass uns mal zum ersten Thema vorgehen, zum ersten Emissär. Und wir haben den türkischen Emissär an erster Stelle. Bitte können wir Memo, Solid Memo, bitte einmal in dem Podcast bekommen. Leider haben wir keine Kamera. Solid Memo. Aber wir haben ein paar andere schöne Dinge. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir, Solid? Hallo. Wie geht's euch? Grüße. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Wir reden heute über die Emissaries. Wir haben heute schon sehr viel über das Emissary-Programm geredet und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, Teil von diesem Ganzen hier zu sein. Also ich bin der älteste Emissär, der in der Türkei ist. Also wir haben mehrere Emissäre und ich freue mich, dass ich heute für die Emissäre mit ein Sprachrohr sein kann und für die Leute sprechen kann und bedanke mich, hier sein zu dürfen. Es sind einige Punkte, die ich heute gerne ansprechen möchte. Und was uns erfolgreich gemacht hat in den letzten 5 Jahren. Und eine wichtige Sache, die uns wirklich weitergebracht hat, war einfach die Kommunikation über den Discord. Sicherzustellen, dass das Feedback, was von den Spielern kommt, nicht ignoriert wird, sondern ernst genommen wird, nachgefragt wird. Du findest halt auf diesen Discords, also auf dem großen allgemeinen Discord, zu jeder Zeit Spieler aus allen Ländern, weil es in Regionen aufgeteilt ist. Und ja, manchmal sind halt in verschiedenen Ländern auch verschiedene Probleme, dass das Spiel nicht korrekt übersetzt ist oder dass es falsch übersetzt ist. Ja, auf diesen Discords können die Leute immer alles in Erfahrung bringen, die Emissäre fragen, wenn sie etwas nicht verstehen, Übersetzungen fragen, wenn sie die Originalsprache nicht verstehen. Für uns ist es wichtig, dass wenn die Spieler irgendein Problem haben, dass sie detailliert aufführen, was das Problem ist. Und dass wir in der Lage sind, diese Probleme auch nachzuverfolgen und herauszufinden, worum es eigentlich geht. Im Grunde genommen die Nachvollziehbarkeit des Problems, dass man das auch ernst nehmen kann und weitertragen kann. Es ist oft so, dass die Emissäre weitere Fragen stellen, ob sie Videos haben können, ob sie Hintergründe zu dem Ereignis haben können, was auch immer passiert ist.
Aber das kann nur funktionieren, wenn man eben seine Probleme gut und detailliert schildert und ausführt. Zusätzlich muss ich sagen, dass ich mich das ganz toll finde, dass wir als Team so gut arbeiten können und dass die ganzen Probleme auch annehmen können. Wir haben sehr viele technische Bugs gehabt, sonstige Probleme gehabt. Es ging drunter und drüber und auf dem Discord, was der offizielle Discord ist, was auch eine große Hilfe ist, ist dadurch, dass wir so viele verschiedene Leute haben, dass ihr eure IDs auch parat habt, damit die freiwilligen Sherpas und Emissäre euch helfen können. Und ja, was ich euch persönlich auch raten kann, ist, wenn ihr Probleme habt, die Leute direkt anzusprechen. Schreibt direkt einen Sherpa an oder einen Emissär und ihr werdet erstaunt sein, wie sehr euch das dann helfen kann. So eine direkte Kommunikation, ohne groß drumherum zu reden. The volunteer crew will be helpful of that, and the Discord will be a better place for you to, you know, find players or even to get through the news. Also, was er sagt, ist, dass das manchmal sein muss einfach, dass wir nicht drum herum kommen, dass es eine Art Ticketsystem praktisch gibt, wo wir Tickets ziehen müssen, damit Anfragen der Reihenfolge nach bearbeitet werden. Durch die ganze Größe des Spiels und der Community und so weiter ist es gar nicht mehr anders möglich. Und deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, dass man alle offiziellen Dinge parat hat. Insbesondere möchte er nochmal sagen, dass die ID sehr, sehr wichtig ist, weil nur mit der ID kann man wirklich eindeutig den Spiel auch zuordnen und ihm auch helfen, gerade bei technischen Problemen. Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal meiner türkischen Community danken, dass sie wirklich so Einsatz zeigen, helfen und tun. Es geht von ganz einfachen von Dingen los, wo Spieler wirklich aus unserer Sicht einfache Probleme haben, die wir versuchen zu lösen. Und die Emissäre und Sherpas, ja, die freuen sich, dass sie helfen können. Also es ist so, dass dieser Job sozusagen eine positive Sache ist für jeden, wo sich wirklich jeder freut, Teil davon sein zu dürfen und helfen zu dürfen. Das macht Spaß. Als Team versuchen wir auch zu klären, bei komplexeren Dingen, dass am Ende ein Problem auch wirklich komplett gelöst ist, dass alles am Ende kristallklar ist, dass keine Fragen mehr übrig sind. Und ja, das geht so weit, dass wir sogar Leute, die Fragen haben, in private Channels einladen. Also ein sehr intensives Mentoring, sage ich mal, wo Leute dann in einem privaten Channel nochmal ihre Probleme aufführen können, wo man im, sagen wir mal, Vier-Augen-Gespräch reden kann, um da nochmal einen besseren Einblick zu bekommen in das Ganze. Das ist unser Weg des Emissärs und wir und das ganze Team versuchen halt diesen Weg beizubehalten und aufrechtzuerhalten für die Zukunft. Und ja, es sind alles Freiwillige und gerade weil es Freiwillige sind, ist es für uns von hohem Wert, weil wir wissen, dass sie das eben von Herzen gerne machen und mit einer Passion, also mit viel Leidenschaft dabei sind und das gerne machen. Und das Ganze gibt dann sozusagen ein großes Ganzes, also die Freiwilligkeit und das ganze System. Auch das Verhältnis der Emissäre untereinander, was über Jahre aufgebaut wurde. Ein großes Ganzes. Ja, vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Du hast einmal erzählt über den Alltag eines Emissärs bei euch. Also ich selber mache auch ähnliche Arbeit wie bei euch. Also ich kann das gut nachvollziehen. Das ist bei uns auch sehr ähnlich. Aber natürlich ist es bei mir so, dass ich mich primär auf einige Dinge fokussiere, wie zum Beispiel den Podcast selbst. Also ich versuche eher repräsentativ zu sein für die Community. Also die Funktion ist doch ein bisschen anders in einigen Punkten. Und ich denke, wenn man helfen will, und wenn man helfen kann, oder anders gesagt, worauf wir achten sollten,
oder worauf man achten sollte oder worauf das Management, das Community-Management-Team auch achten sollte oder was die Funktion des einen Emissaries ist, dann ist es, oder anders gesagt, wenn ihr das alles tut, was wir hier sagen, also dieses Helfen und die Leute zu unterstützen und anleiten und so weiter, dann tut ihr im Endeffekt das, was ein Emissary macht. Und dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, wenn ihr Lust habt, sowas zu machen, zum Emissär. Also was mir aufgefallen ist, dass viele Leute zu mir kommen und sagen, wenn ich ein Emissär wäre, dann würde ich das und das machen. Wenn ich ein Emissär wäre, dann könnte ich ja das und das angehen und das. Meiner Meinung nach könnt ihr auch so alles das machen, auch ohne diesen Titel zu haben. Als Teil der Community ist jeder einzelne Spieler sozusagen eine Schraube im System. Wir gehören alle zusammen. Und es ist egal, ob ihr den Titel habt als Manager, als Sherpa, als Emissär oder sonst was. Jeder kann seinen Teil dazu machen. Ja, also es gibt viele, viele Funktionen, viele verschiedene Funktionen, die ein Emissär macht. Wenn ihr glaubt, dass ihr das tun könnt, wenn ihr glaubt, dass ihr einen gewissen Wert mit reinbringen könnt, dass ihr helfen könnt, wenn ihr glaubt, dass ihr sowieso schon Emissär oder Sherpa-Arbeit macht, oder wenn ihr glaubt, dass ihr auf irgendeine andere Art und Weise Battleset Games oder Tarkov unterstützen und helfen könnt, und es spielt keine Rolle, woher ihr kommt, wenn ihr gerade aus der Türkei zuhört, vielleicht hört ihr gerade viele aus der Türkei zu, dann, ihr seht, wie das funktioniert. Sprecht die richtigen Leute an. Und es ist nur ein kleiner Werk. Es ist leicht, so weit zu kommen. Memo, wie lange hast du jetzt Tarkov gespielt? Memo sagt, ich glaube seit 2017. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Whenever we see a new thing, we were just hopping in. And Tarkov seemed like I was a gun nut for like from my 14 years old. Okay, also Solid Memo sagt, er ist 14 Jahre alt, zockt jetzt seit 2017 Tarkov. Und bevor er das Spiel angefangen hat, wusste er wenig bis gar nichts über dieses Spiel, über das Gameplay und so weiter und so fort. Und mir war von Anfang an klar, dass das Spiel noch sehr, sehr weit entwickelt wird, dass es noch ganz am Anfang ist, dass da noch viel kommen wird. Und das ist das, was mich persönlich gecatcht hat, was mich in den Bann gezogen hat, zu dieser Vorstellung davon, was noch daraus werden könnte. Und dadurch, dass ich auch viel helfen wollte, bin ich auch damals schon sehr, 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 sehr früh in dieses Emissary-Programm eingestiegen, wofür ich jetzt noch sehr, sehr dankbar bin. Wir sind auf dem türkischen Emissar-Discord damals, haben den aufgebaut. Und das größte Anliegen damals war die Übersetzung. Also Dinge zu übersetzen, Anleitungen zu geben, Guides zu machen auf Türkisch, weil es da sehr, 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 sehr wenig Material gab. Allein schon so Dinge wie Guides zu den Schlüsseln auf türkischer Sprache zu machen. Und ja, wir konnten im Endeffekt machen, was wir wollten. Unsere Kreativität war keine Grenzen gesetzt. Und im Laufe der Zeit wollten wir eben das Ganze immer professioneller machen. Und ja, aber an einem gewissen Punkt ging es halt darum, dass man das nicht nur sozusagen unter der Hand macht, sondern das offiziell macht. Und wir das Team vergrößern. Und mir persönlich hat der Titel des Emissärs geholfen, mehr Leute zu erreichen, um ihnen zu helfen. Leute auch besser kennenzulernen, die Probleme kennenzulernen, die Streamer kennenzulernen und so weiter. So, that helps, but yeah, you should be able to do some stuff before that, as Iron and you said. Perfect. Well, Solid Memo, it's been great to have you here. Also ich freue mich, das tun zu dürfen hier und sag Solid Memo und nochmal, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, Snikiru meint, es ist toll, dass du hier bist heute. Freut mich, dass du die Einladung angenommen hast. Schön, deine Sicht zu hören und dass du alles erzählt hast, so detailliert. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Und ja, wir müssen jetzt auch schon zum nächsten wechseln. Das war Solid Memo, unser türkischer Emissär. Vielen, vielen Dank.
Kommen wir zum nächsten Emissär. Und ich glaube, ihr kennt den nächsten Emissär. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. I think you kind of, you guys, you do this thing kind of together. You're from the same region. Ich glaube, ihr seid aus derselben Region. Und ja, ihr müsstet euch kennen. Es ist Dan. Dan Exert. Willkommen, Dan. Ja, Jungs, Jungs, könnt ihr mich hören? Grüße, Grüße, Grüße. Wie geht's euch in Tarkov? Was geht in Tarkov? Sigma meint, sie hat dich noch nie gehört, aber ich glaube, sie lügt. Ja, es ist gut, hier zu sein. Und es ist toll, über unser Lieblingsspiel reden zu können. Ja, wie lange spielen wir schon, Dan? Wie lange? 6. November 2016. 6. November 2016. Erinnerst du dich, wann du angefangen hast? Ich glaube, ich habe das Spiel gekauft im November 2017. Aber ich habe mich damals nicht Tarkov-Spieler genannt. Ich habe ziemlich schlecht gespielt. Ich konnte 6 Knöpfe gerade mal bedienen und ja, es war schwierig. Aber ja, ein Jahr später. Wir sind alle im selben Boot und es ist toll, dass du hier bist, Dan. Gib uns doch mal so ein bisschen Einblick. Ja, ich möchte gar nicht zu sehr das wieder aufgreifen, was Solid Memo gesagt hat. Das ist, glaube ich, sehr gut von ihm alles erzählt worden. Als Emissär ist mir erst aufgefallen, wie wichtig es ist, die Entwickler zu unterstützen in der Entwicklung. Die Entwickler sind einfach sehr, sehr zeitlich eingeschränkt und müssen sich auf ihre Dinge konzentrieren. Und es ist unser Job als Spieler, oder so versuchen wir es zumindest, Probleme aufzufassen für eine Community, Probleme im Spiel aufzufinden, Designprobleme, technische Probleme, sowas zu sammeln und weiterzugeben, weil wir als Spieler sind sozusagen die größte Testgruppe von Menschen, die es überhaupt gibt. Und es ist unglaublich, wenn ich sehe, dass wir schon 70 Leute sind, ein Team von 70 Emissären, das ist so viel. Und alle die 70 Leute, die so sehr versuchen, das Spiel voranzubringen und besser zu machen, das ist wirklich großartig. So, was ich eigentlich sagen wollte, seht zu, dass ihr eure regionalen Emissäre erreichen könnt. Natürlich ist es so, dass wir jetzt aus aller Welt sprechen und im Endeffekt ist es für euch eine super Gelegenheit, euren regionalen Emissär zu finden. Also ich rede hier zum Beispiel Iron Fist, Walker und so weiter, die bei uns in der Region tätig sind. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir als Heimatsprache Englisch haben und Englisch benutzen können. Und wir versuchen natürlich auch so ein bisschen die internationale Community damit zu erreichen, weil wir eben die internationale Sprache sprechen. Aber ich möchte sicher gehen, dass wirklich jeder in jedem Land seinen regionalen Emissär kennt und das nutzt, dass eure Stimme als Spieler gehört wird, dass eure Sorgen, eure Probleme, alles, was ihr habt, was ihr sagen möchtet, was in eurem Herzen ist, dass ihr das weitergibt an eure Emissäre. Die Emissäre arbeiten wirklich hart, genau das weiterzugeben. Ja, wie du weißt, haben wir einen Post auf Twitter gemacht. Und natürlich haben wir das gepostet, jede einzelne Stimme ist gehört. Natürlich haben wir einige Leute ein bisschen getrollt und haben gesagt, ja, wir wollten ja was hören, es gibt doch nur diese Soundbugs und so weiter. Also meiner Meinung nach gibt es halt einmal dieses unkonstruktive Meckern sozusagen, aber ihr würdet euch wundern, wenn ihr zu eurem lokalen Emissär geht, wie oft diese Leute bereits ein Problem für euch lösen können, weil diese Probleme eben sehr, sehr oft auftreten. Also müsst ihr euch so vorstellen, das Problem, was ihr habt, haben vielleicht auch 20 andere Leute. Und der Emissär hat dieses Problem schon 20 Mal gehört. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass er euer Problem lösen kann, weil er es einmal gelöst hat, ist bei den anderen 19 halt entsprechend hoch. Ich sehe so viele Probleme und so viele Fragen, die sich immer wiederholen, die immer wieder dasselbe behandeln.
die sich immer wieder um dasselbe drehen. Und ja, das ist okay, das ist Teil der Community-Arbeit. Aber denkt halt einfach daran, dass derjenige, der das fokussiert abbekommt, da entsprechend auch helfen kann. Ja, also ich habe jetzt seit 2017 EFT gespielt und wir haben so viele Eindrücke und bekommen und helfen können, was das Audiosystem angeht. Ich meine, es ist so, wir spielen das Spiel und wir testen das Spiel. Und ich glaube, allein schon, weil Tarkov so fordernd ist und so schwierig auch, es ist so, dass, oder so ja, herausfordernd, es ist manchmal so, dass wir vergessen, dass wir ein Spiel spielen, was noch gar nicht fertig ist, was noch in der Entwicklung ist. Also, wenn Tarkov funktioniert, wenn Tarkov wirklich funktioniert, dann ist es das beste Spiel. Es ist einfach das beste Spiel. Und es ist so, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bist und einen Kampf hast gegen einen anderen PMC und ihr fightet und plötzlich entscheidet dein PMC, dass er plötzlich seine Waffe nicht mehr benutzen will, seine Hände nicht kommen oder die Waffe buggt oder sowas. Das hat halt jeder von uns. Und das ist oft so, dass es einen bleibenderen Eindruck hinterlässt, als wenn das Spiel gut funktioniert. Dieser frustrierende Moment kann einfach sehr, sehr stark sein. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, es ist nicht verkehrt, eine Pause zu machen in solchen Momenten. Einfach mal zu sagen, okay, ich muss runterkommen. Gerade wenn man selber merkt, dass man sich zu sehr aufregt, dass man vielleicht sich so sehr aufregt, dass man mit anderen Leuten schimpft, schreit oder sich komplett, ich sag mal, daneben benimmt. Vielleicht sollte das für einen selber ein Zeichen sein, dass man eine Pause machen sollte, wirklich eine Pause machen sollte. Es gibt kaum ein Spiel, was so stressig sein kann wie Escape from Tarkov. Escape from Tarkov ist ein Spiel, was sehr, sehr, sehr aufregend ist und sehr leidenschaftlich. Und so ist auch die Community. Die Community ist genauso leidenschaftlich und genießt das Spiel. Ich liebe die Spielerbasis, die wir in Escape from Tarkov aufgebaut haben. Und auch die Emissäre. Und ein Teil der Aufgabe, die Emissäre eben haben, ist genau diese Stimmung und diese Probleme aufzufangen und diese weiterzuleiten an die Entwickler. Du könntest zum Beispiel zu mir kommen und sagen, hey, die Waffe, die ich benutze, ist die schlechteste Waffe, die es gibt. Die funktioniert nicht, die ist einfach schlecht. Und ja, und wir werden eine Diskussion darüber führen. Ich werde mir deine Probleme anhören, ich werde mir das aufschreiben. Und ja, interessant, dass du so fühlst, egal wie es in Wirklichkeit ist, aber dass du so fühlst, wie sich die Waffe verhält. Und ja, das ist dann für uns wichtiges Material tatsächlich, das weiterzugeben. Zum Beispiel, dass die PP19 nicht gut funktioniert oder dass die M4 zu viel Recoil hat oder zu wenig Recoil hat oder sonst irgendwas. Viele Leute sagen, das ist broken, also dass das zu stark ist oder etwas zu schwach ist. Einfach nicht so ist, wie es sein sollte in der eigenen Vorstellung. Und Dinge, wo halt der Spieler auch nichts dagegen tun kann. Aber wo er sozusagen hilflos ist. Und genau das sind diese Dinge, die wir aufsammeln mit. Das ist genau das. Das sind die Art von Problemen, die wir sozusagen lieben, weil das direktes Feedback ist, was wir sozusagen super gut aufschreiben können und komprimiert an die Entwickler weitergeben können. Genau, das ist das, womit wir arbeiten, sagst Niki. Konstruktive Kritik. Also manchmal ist es schon sehr, sehr heiß gesprochen, sag ich mal. Manchmal werden schon Granaten geschmissen und ja, es ist halt so. Aber konstruktive Kritik ist wirklich, wirklich unglaublich hilfreich, unglaublich. Ja, absolut. Man muss es konstruktiv belassen, weil die Entwickler anzugreifen oder andere Leute anzugreifen und zu beleidigen, das hilft halt niemandem. Das hilft nicht dem Spiel, hilft nicht dem Spieler und nicht den Entwicklern. Das hilft niemandem. Das ist einfach nur verschwendete Energie, verschwendete Zeit. Ja, wenn wir dabei bleiben, Leute zu beleidigen, uns aufzuopfern, um andere zu verletzen, das ist nicht sehr förderlich. Und es motiviert auch nicht die Entwickler. Das darf man auch nicht vergessen am Ende des Tages.
Also ich glaube, man muss auch verstehen, warum Leute überhaupt frustriert werden. Woher kommt diese Negativität? Ich meine, Escape from Tarkov hat ein einmaliges und wirklich sehr, sehr großes Risk-High-Reward-System. Also du musst sehr, sehr viel geben und wirst aber auch sehr, sehr, sehr stark belohnt dafür. Das heißt, du musst halt in der Lage sein, viel Energie zu geben, um viel zurückzubekommen. Und sei es jetzt nur, wenn du jetzt irgendwo eine Kleinigkeit suchst, ein Item oder als großes Team rausgehst oder sonst irgendwelche auf irgendwelche Art und Weise für dich persönlich deine Energie investierst, um dieses Spiel zu spielen und es nicht so ist, wie es für dich ist, dann versuch den Emissären sozusagen diese Probleme weiterzugeben, damit sie die Leidenschaft, die man hat als Spieler, verstehen und das Spiel entsprechend auch anpassen oder verbessern oder reparieren können. Ja gut, aber Dan, sag mal, wie bist du eigentlich Emissär geworden? Wie ist das passiert? Was war da? Also ich weiß nicht mehr genau, an welchem Tag ich mit Escape from Tarkov angefangen habe, aber ich weiß noch genau, wie ich damals eingeladen wurde ins Sherpa-Programm und von da aus, glaube ich, ins Emissary-Programm gekommen bin. Also ich erinnere mich, weil ich den Job sowieso gemacht habe damals. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals sowieso Emissär war, nur ohne diesen Titel. Also ich war es nicht offiziell, aber ich habe damals schon der Community zugehört, als normaler Spieler. Ich habe mit den Leuten geredet, ich habe sozusagen Informationen ausgetauscht zwischen A, B und C. Ich habe fast 4 Jahre jetzt diesen Job als Emissär und gerade natürlich auch, weil du selber streamst, so viele Tausende von Tarkov-Spielern über die Jahre kennengelernt. Und es ist so, dass du natürlicherweise alleine schon diese Fähigkeit als Streamer bekommst, Leuten zuzuhören, mitzubekommen, wie sie fühlen und auch zu verstehen, warum sie so fühlen und wie sie fühlen. Also man bekommt als Streamer generell schon sehr, sehr viel Feedback allgemein mit. Und ja, ich weiß noch, wie damals Iron Fist mich kennengelernt hat und gesehen hat, was ich mache, wie ich es mache und dann irgendwann gefragt hat, ja, Dan, hast du Lust, Emissär zu werden? Hast du Lust, den Titel offiziell zu tragen? Und ja, und ich war damals überrascht, aber ich habe gesagt, ja, natürlich, ich wäre sehr glücklich, das zu machen, weil ich damit den Leuten noch besser helfen kann. Und ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, es ist eine richtige Entscheidung gewesen, es ist fantastisch. Ich mache das sehr, 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 sehr gerne. Ich denke, das ist eine großartige Sache allgemein für die Sherpas und für die Emissäre, also dieses Programm allgemein. Und es ist so momentan, dass wir Probleme, die wir haben, also das ist so groß geworden, dieses ganze Konzept, dass man schon überlegen muss, an wen man irgendwelche Probleme hincheckt, welche Channel bekommt was, wo schickt man was hin, also wie viele Leute da involviert sind, wie viele Sherpas täglich so hart arbeiten, um die Erfahrungen des einzelnen Spielers zu verbessern. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem ganzen Leben so etwas noch gar nicht so kennengelernt habe. Also dieser Einsatz für ein Computerspiel, so wie in Escape from Tarkov, das hab ich noch nie gesehen, in meinem ganzen Leben noch nicht. Und ich glaube, wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir eigentlich gar nicht, also wir sind so gut geworden. Es ist einer der schönsten Orte, die ich mir vorstellen kann, wo ich momentan sein kann. Ja, vielen Dank für deine netten Worte, Dan. Wir lieben dich und es ist schön, dass du es liebst, Emissär zu sein. Danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hab noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Hey, Gentlemen, das war Dan Exert aus England. Also, was soll ich sagen? Checkt ihn ab auf seinem Twitch-Channel. Ich bin sicher. Also, ja, dass ihr alle mal reinschauen könnt bei Dan Exert. Checkt ihn ab. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, ihr könnt euch direkt an die Emissäre wenden. Aber nicht immer die gleichen. Perfect. Magic. The biggest ever nerf. No, you know, you're not doing that. I'm still here. You're not doing that to me. That's the only way I can kill people in this game. Perfect. All right. Xami gerade. Ich hätte gerne ein Vier-Augen-Gespräch. So, wir haben den nächsten Emissär und oder die nächste Person. Und das ist War Piggy. Kriegsschweinchen. Kriegsschweinchen? Ah, eine Dame aus Südafrika.
aus Afrika, aus dem südlichsten Afrika sogar. I think we've been around, you know, each other for quite some time. Also wir kennen uns auch schon relativ lange, aber es ist toll, dich hier und heute zu haben. Willkommen, WarPG, wie geht's dir? I'm good. How are you guys doing today? It's good to be here. Ist keine Frage. I'm good, thanks. It's good to have you, man. Ich habe verstanden. Ja, es ist gut, hier zu sein. Es ist ein toller Tag für die Emissäre. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Es fühlt sich toll an, Teil dieser großen Community zu sein, Teil dieses schönen, tollen Teams zu sein. Es ist für mich sogar mehr als mehr eine Familie, als ein sonst was. Ja. Und ja, ich habe so viele Leute kennengelernt und bin so Leuten auch näher gekommen über dieses Programm. Wir sind gemeinsam gewachsen, auf verschiedene Arten, und ja, es ist großartig. Ja, es fühlt sich so an, dass wir uns wirklich sehr, sehr, sehr oft gegenseitig helfen können. Und ja, es ist einer dieser Sachen. Leute kommen in das MSR-Programm und zum Beispiel aus meiner Sicht, als ich als MSR angefangen habe und das Ganze losging, ich wusste gar nicht genau, was ich hier mache, ne? Was ist los? Aber die Leute heißen dich sehr, sehr schnell und sehr freundlich willkommen, wollen dir sofort helfen, geben dir alles, was du brauchst, unterstützen dich in allem, in deinen neuen Aufgaben, in deinen Problemen, die du auch hast. Als Emissär. Und ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung. Es kann auch schnell sein, schnelllebig sein und anstrengend sein und stressig sein vor allem. Aber ja, so ist das, ja. Also ich muss sagen, für mich war es ist es eine der schönsten Erlebnisse, in so einem Programm zu sein, weil ich muss sagen, ich spiele Tarkov erstmal noch nicht so lange. Also ich habe angefangen im November letzten Jahres. Und ich muss sagen, damals schon direkt war ich total Feuer und Flamme. Ich fand das Spiel cool. Und ich habe geguckt, kann ich noch mehr finden über das Spiel? Internetseiten, Discords. Und ja, ich habe den südafrikanischen Discord gefunden und dort Leute kennengelernt und mit den Leuten dann zusammen gespielt, und das hat mich sozusagen damals mir die EFT-Karriere überhaupt ermöglicht. Ich bin damals relativ schnell in den administrativen Bereich gekommen des Discords, konnte da helfen, ich konnte das Spiel spielen und gleichzeitig das Spiel erklären. Und Juni diesen Jahres, also Juni 2021, wurde ich angeschrieben mit den Worten, dass du wirklich viel tust für die Community, dass wir uns sehr freuen, dass du dich so einsetzt. Und die Frage, ob man den Titel haben möchte, ob man nicht Emissär werden möchte. Und ich habe gefragt, was muss ich denn als Emissär machen? Was sind meine Aufgaben? Was sind meine Bereiche? Was soll ich denn da machen? Und ja, im Endeffekt ist es so, dass das, was ich schon gemacht habe, das ist, was ein Emissär macht. Man muss das Gefühl haben, anderen helfen zu können, zu wollen und willens sein, Probleme lösen zu können und ja, helfen zu können. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Ja, mir geht es genauso, sagt Snicky. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Es ist so, wie es ist. Man ist wächst da rein in die ganze Sache, ja. Also ich glaube, also jede Position, die man im Leben hat, allgemein, hat seine Herausforderungen. Es gibt für alles gute Seiten und schlechte Seiten und auch gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und einige Leute glauben manchmal, dass hier in Südafrika in meinem Garten irgendwelche wilden Tiere, Löwen und Nilpferde rumlaufen haben. Teilweise ganz komische Vorstellungen von dem, wie wir das hier machen und was wir hier machen. Und ich denke, was wir gemacht haben als eine sehr kleine Community in Südafrika ist, wir haben überlegt, was können wir tun als Einzelleute, um den Leuten, um der Community zu helfen.
Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Also in Südafrika ist es so, dass einige Server zum Beispiel einen guten Ping haben von 10, andere Server bei uns aber einen Ping von 200 haben. Und das sind Sachen, die als Emissär sozusagen, an dich weitergereicht werden als Emissär. Und genau solche Sachen können wir dann problemlos Hand in Hand sozusagen mit BSG direkt klären. Und tatsächlich ist es dann, kommt es dann zu Lösungsvorschlägen, versucht das zu machen, jenes zu machen, dieses zu machen. Und das ist eine großartige Sache, der Community zu helfen und sie zu unterstützen. Und ja, das ist eine Sache, die sicherlich viele andere Spiele, viele andere Communities nicht haben. Das ist großartig. Ja, ich glaube auch, dass jeder irgendwo Probleme hat und seine eigenen Probleme hat. Übrigens noch wegen den wilden Tieren in deinem Garten, ne? Ja. Das ist, glaube ich, das war das. Ich meine, ja, es ist so. Man sieht in Nachrichten bei uns, wir essen gerade mit den Eltern zu Mittag und plötzlich im Fernsehen kommt eine Meldung, dass auf der Straße gerade Löwen rumlaufen. Und deswegen, es ist gar nicht so abwegig. Das kommt ständig vor. Alltag bei uns. Ja, bei uns ist auch so. Hier in Russland laufen viele Bären rum, aber keine Löwen. Ja, bei mir laufen Füchse rum. Das ist auch immerhin was. Let's stay away from kicking animals. Let's not try and get cancelled on Twitch. But anyway. Übersetze ich jetzt nicht. So, aber es ist ja so, dass du das Ganze genießt, offensichtlich. Und ja, wir freuen uns, dass du das genießt und dass die südafrikanische Community tolle Ansprechpartner hat und dass ihr Spaß habt. Auch wenn ihr eine kleine Community seid, es ist trotzdem eine Community, die wichtig ist und im Endeffekt steht ihr stellvertretend für jede Community, egal wie groß sie ist. Es ist, ihr habt durch euer Programm eine wichtige Reichweite bekommen und so, dass ihr eure Probleme, die ihr in eurem Land habt, ansprechen könnt und die werden gehört und können diskutiert werden und werden gesehen und versucht, jedes Mal wird versucht, auch in eurer Community das Ganze zu lösen und zu überlegen, was man besser machen kann. Und es wird immer wieder neu aufgerollt, immer wieder werden versucht, neue Probleme versucht man zu lösen, auch wenn es nicht immer endgültige Antworten gibt oder auch nicht immer komplette Lösungen gibt. Daran muss halt gearbeitet werden. Aber ja, ich glaube, das ist halt im Zuge der Entwicklung des Spiels ein ganz natürlicher Prozess, dass das Spiel sich entwickelt und dass sich auch die Problemlösungen entwickelt. Gerade auch für kleinere Communities, die halt andere Probleme haben, wie vielleicht die eine oder andere größere Community. Und was ich auch glaube, ist, dass vielleicht auch so eine kleinere Community vielleicht hier und da auch schwieriger andere Probleme hat, aber auch schwere Probleme hat, die vielleicht ja nicht von allen gesehen werden eben. Und ja, deswegen freuen wir uns, dass ihr sozusagen als Teil der südafrikanischen Community Teil des Emissärprogramms seid und auch an einer Basis habt, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. I think Mars had a little bit of a mention does need to be made also to the power of the Sherpas. So just from ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Sache erwähnen, und zwar, was es ausmacht, Sherpas zu haben. Also, ich meine, das Spiel hat nicht mal ein Tutorial. Es hilft dir praktisch nichts in dem Spiel, das Spiel zu lernen und kennenzulernen. Es nimmt viel Zeit in Anspruch, das Spiel zu lernen. Und es nimmt sogar Zeit in Anspruch, Spielpartner zu finden, Kollegen zu finden, mit denen du in den Raid rein kannst. Und die richtigen Orte zu finden, die richtigen Tipps zu kriegen, die richtigen Erklärungen zu bekommen, da machen die Sherpas auch einen großartigen Job. Streamst du eigentlich auf Twitch?
Ja, sagt WarpG, ich streame jetzt seit einem Jahr ungefähr auf Twitch. Ja, vielleicht machst du irgendwann mehr und mehr. Ich denke, streamen als ein Emissär, ich persönlich finde es sehr schwierig. Streamen als Emissär, habe ich die Erfahrung gemacht, ist schwer, weil streamen sehr, sehr zeitintensiv ist. Die Emissärarbeit ist ebenfalls sehr, sehr zeitintensiv. Ich denke, einige haben es geschafft, die Balance zu finden zwischen Streamen und Emissär. Aber für mich persönlich ist es zum Beispiel sehr, sehr schwer. Ich habe da großen Respekt davor von den Leuten, die wirklich beides machen. Aber ja, WarpG, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg, auch beides zu tun. Und WarpG, vielen Dank, dass du hier warst. Wenn hier Leute sind aus der Region von WarpG, aus Afrika, aus Südafrika oder generell, wenn ihr irgendwo seid und sehen möchtet, was der WarpG so treibt, checkt ihn ab, WarpG auf Twitch, guckt gerne mal rein, haut ein bisschen Liebe raus bei unserem WarpG und ja, schickt ein paar Herzchen raus. WarpG, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für die Einladung. So, der nächste Emissär, den wir haben, ist von einer kleinen Community ebenfalls. Sprechen die Spanisch darüber? Sí. Also ich glaube schon, dass sie Spanisch reden. Wir werden es gleich herausfinden. Ich freue mich, hier einzuladen aus Argentinien. Den Andresto. Schön, dich hier zu haben, Andresto. Wie geht's dir? Hallo. Hi, mir geht's gut. Bin sehr froh, hier sein zu dürfen, zu diesem Jubiläum. Wie viel Uhr ist das bei euch? 2 o'clock. 2 Uhr. 2 Uhr mittags. Ah, super, dann ist ja tagsüber. Ich dachte schon, es ist 3 Uhr morgens bei euch oder sowas. Weil ihr als Emissär arbeitet ja sowieso 24-7. Von daher spielt der Zeit eigentlich keine Rolle. Aber ja, schön, dass es bei euch Tag ist. Schön. Klasse. Sprichst du Spanisch in Argentinien? Oder, Entschuldigung, dass ich es nicht weiß. Ja, ja. Also 80% von Südamerika spricht Spanisch. Es gibt viele Spanisch sprechende Leute in der Community. Mein Chat schreibt, dass Messi ist, der da gerade schreibt. Aber ja, Andresto, schön, dass du hier bist. Wann bist du Emissary geworden? Wie lange bist du schon dabei? Ich bin jetzt 2 Jahre lang Emissär. Ich bin dem Team 2019 gefolgt, habe damals das Programm kennengelernt in Südamerika und also ich hatte vorher schon das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel Arbeit mache, was einer Arbeit eines Emissärs entspricht. Also die Community-Arbeit, die ich vorher gemacht habe, ich habe das praktisch schon vorher gemacht, ohne den Titel zu haben. Und ich wollte damals schon helfen, die südamerikanische Community größer und besser zu machen. Also hier an dieser Stelle ein Gruß an meinen Freund Xavito. Er übersetzt gerade den Podcast ins Spanische. Und Mr. Xavito ist ja der Community Representative aus Spanien. Die haben mich praktisch damals aus Spanien sozusagen entdeckt in dem Sinne. Und dank ihnen bin ich überhaupt Emissär geworden in Südamerika.
Für mich war das eine großartige Sache, helfen zu dürfen. Und vor allem auch solche Partner zu haben, auf die ich mich verlassen kann und mit denen ich zusammenarbeiten kann. Ich habe schon Community-Arbeit gemacht in anderen Bereichen, in anderen Sachen, aber ich muss sagen, dass bei EFT das erste Mal ist, wo ich wirklich so ein heftigeres Team hatte, wo der Zusammenhalt und die interne Kommunikation nochmal auf einem anderen Level ist. Das kombiniert mit einem so großartigen Spiel macht mich sehr, sehr stolz darauf, Emissär zu sein in diesen Tagen. Ja, es ist toll, dass du hier bist und hey, Argentinien ist jetzt nicht so wie Südafrika. Südafrika ist eine kleine Community, was jetzt die Anzahl der Spieler angeht. Aber natürlich ist es so, dass auch in Argentinien, Südamerika und so weiter, dass das sehr drauf gehört wird, was die Leute haben und wahrscheinlich sehr viele von den Leuten in den spanischen Discords auch unterwegs sind. Wie ist denn dein Alltag? Was machst du denn in deinem MSR-Alltag? Also ich bin meistens auf dem Discord. Lass mich das anders sagen. Wir arbeiten praktisch als spanisches Team. Wir sind alles Emissäre, aber das spanische Team arbeitet sozusagen nochmal enger zusammen. Also wir haben einfach die Möglichkeit, unsere Community sozusagen nochmal zu erreichen, weil halt so viele Länder auf der Welt Spanisch sprechen. Und das ermöglicht uns, unsere Aufgaben und unsere Pflichten nochmal anders zu verteilen. Wir haben mittlerweile auch mehr als nur einen Discord-Server für die verschiedenen Communities. Die ganzen Discord-Server, die wir haben, sind alle aufgebaut und werden geleitet von anderen Emissären in verschiedenen Ländern. Und im Endeffekt arbeiten diese Discords alle zusammen. Die Fragen und Antworten werden ausgetauscht. Und es ist so, dass wir merken, dass eben auch nicht jede Region dieselben Probleme hat. Manchmal ist es so, dass Argentinien Probleme hat mit Internetanbietern, während in Spanien die Leute das Problem haben, das Spiel zu laden oder sonstiges, und andere Länder haben die Probleme gar nicht. Also es ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und es ist wirklich auch eine sehr hohe Anzahl an Fragen, die wir jeden Tag bekommen. Jeden Tag. Ich versuche sie alle zu beantworten. Also wirklich alle. Und wir haben auch ein Event sozusagen, das ist, was wir ins Leben gerufen haben, das ist der Feedback Friday. Also wir versuchen die ganzen Feedback zu sammeln, die ganzen Fragen und Probleme zu sammeln und schicken das sozusagen dann immer geschlossen einmal die Woche an die Entwickler. Und was uns auffällt, ist, dass einfach viele Leute einfach das Bedürfnis haben, ihre Meinungen auch zu teilen. Also wir kriegen wirklich viel, viel Feedback und es wird auch immer mehr, die ihre Stimme erheben. Die dran, also es geht nicht nur darum zu beleidigen oder nur die schlechten Dinge immer wieder hervorzuheben, sondern allgemein Feedback zu geben, dass das sozusagen an die Entwickler weitergetragen wird. Und das ermöglicht uns wiederum, die Probleme, die wir haben in den verschiedenen Ländern, direkt zu adressieren, indem wir das sozusagen geschlossen an die Entwickler weitergeben, dass wir auch direktes Feedback von den Entwicklern zurückbekommen und die Probleme in den verschiedenen Ländern dann auch getrennt lösen können. Dazu dienen halt als erstes die ganzen Discord-Server, die wir aufgebaut haben, aber auch die Foren spielen da eine große Rolle. Und ja, wir haben noch viel mehr Projekte,
die ich jetzt hier aufzählen könnte und die wir auch momentan betreiben. Also ich merke schon, wo du hin willst damit. Well, actually, it was something that we have tried to do. Also ich merke schon, wo das hingeht. Es geht um diese Übersetzungsinitiative. Ja, wir haben schon einige Dinge probiert. Also, das Wikipedia ist wirklich groß. Es ist eine riesen Quelle an Informationen für jedermann. Und es ist für Anfänger, genauso wie Veteranen, eine ganz, ganz wichtige Quelle. Aber das Ganze ist nicht auf Spanisch. Und ihr wisst, wie groß das Ganze ist, wie viele Seiten es gibt. Viele Leute realisieren das gar nicht, aber es ist unglaublich. Es ist unglaublich viel, was da übersetzt werden muss. So, wir probieren momentan alles zu übersetzen, haben verschiedene Gruppen aufgebaut, um das zu übersetzen, bis wir gemerkt haben, dass wir das nicht schaffen. Wir brauchen euch, um das hinzubekommen. Ich möchte hier an dieser Stelle alle spanischsprachigen EFT-Spieler auffordern, sich zu melden, die Interesse haben, zu helfen, die Texte auf Englisch verstehen und die in der Lage sind, gut Spanisch zu schreiben, dass die, wenn sie Lust dazu haben, uns kontaktieren und übersetzen helfen. Ja, also Leute, wenn ihr Spanisch sprecht und wenn euer geschriebenes Spanisch gut ist, dann meldet euch bei Andresto und allgemein den spanischen Emissären und helft ihnen, ja. Großartig. So, eine Sache, die ich noch reden möchte, sind Community-Events. Also, wir haben einige Community-Events. Also einige wurden von uns geführt als Emissär, haben wir viele ins Leben gerufen. Andere wiederum wurden von Community-Membern ins Leben gerufen. There may be small events, or maybe we improvise a little bit here and there. So we're going to the next level here too. Also wir haben diese Community-Events ins Leben gerufen als Emissär und viele Community-Member, Streamer, Spieler sonst haben Events ins Leben gerufen. Und wir haben das Gefühl, dass diese ganzen Events momentan bereit sind, sozusagen aufs nächste Level gehievt zu werden. Wir sind dabei, sozusagen das alles zu bündeln und die Kräfte zu einen, um größere südamerikanische Events zu starten. Also unser Ziel ist es eigentlich, nächstes Jahr, 2022, größere Events zu starten. Wir haben jede Menge Ideen für Events, aber auch hier fehlt es uns einfach an Manpower. Wir haben zu wenig Leute. Also, wenn ihr Interesse habt, uns zu unterstützen bei solchen Events, wir reden da sicher von Turnieren und solche Geschichten, ne? Wenn ihr glaubt, dass ihr uns hinter den Kulissen helfen wollt und könnt, wenn ihr Lust habt, mit der Community zu interagieren, wenn ihr Lust habt, mit Leuten zu reden, die Fragen stellen, selber Fragen zu stellen, Notizen zu machen, Ideen zu sammeln, alles, was in Richtung Event-Building geht, also das Aufbauen eines Events, und das spielt keine Rolle, um welches Event es geht, diese Ideen sammeln, oder auch ihr selber Ideen habt, größere Sachen, kleinere Ideen habt, seht zu, dass ihr diese Ideen und diese Informationen, die ihr habt, ordentlich
ordentlich niederschreibt, mit detailliert, so detailliert wie möglich. Also am besten bei einem Turnier, wann, wo, wie ist es aufgebaut, mit wem, was ist das Preisgeld, wie ist der Turnierbaum, wie sind die Regeln. Schreib es so detailliert wie möglich auf, schickt es zu mir. Und wir werden von da aus diesen Status als Basis nehmen, um daraus nächstes Jahr große Events zu machen. Die besten Sachen werden wir versuchen voranzubringen. Wir haben viel, 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 viel vor für 2022. Ja, großartig, Andresto. Also, wenn ihr jetzt Spanisch sprecht oder Portugiesisch, ihr habt es ja gerade gehört, wenn ihr euch beteiligen möchtet, geht zu den Emissären. Es macht jede Menge Spaß. Es gibt so viel zu tun. Es gibt noch so viel zu erreichen und zu machen. Ich rede nur mal von dem Hand-Tournament als Beispiel. Viele, viele, viele kleine Events, die auch bei euch passieren. Heute zum Beispiel alleine schon gibt es ein Emissaire-Event. Ich glaube, aus Italien, der italienische Emissaire hat ein Event ins Leben gerufen, was ziemlich ähnlich ist. Er lädt Spieler ein, die ihn jagen können. Und ja, er macht momentan auf jeden Fall sehr, sehr viele Community-Aktionen, Community-Engagement sozusagen. Also mit der Community, für die Community. Also, ja, schaut das euch an und gebt Ideen rein. Wir werden sehen, wohin das Ganze noch geht. Andresto, vielen, vielen Dank. Es war eine absolute Freude, dich hier zu haben heute. Und ein bisschen was über dich zu hören. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir Emissäre gerade aus kleineren Ländern die Möglichkeit geben, ihre Stimme, dass ihre Stimme gehört wird. Jeder verdient es, gehört zu werden. Und gerade bei den kleineren Communities finden wir, es ist super wichtig, über regionale Dinge zu sprechen, dass auch weitergetragen wird an eine größere Community, sich unter News austauscht und so weiter und so fort. Ich finde das großartig. Andresto, super Job, spektakulär. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich wünsche allen einen schönen Abend. Ja, danke, danke, Andresto. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, wo Andresto gerade angesprochen hat, und zwar Events. Also Ideen, die ihr habt für Events. Es ist immer gut, solche Ideen weiterzugeben. Wie Andresto sagt, haut sie so detailliert wie möglich, fasst sie so detailliert wie möglich zusammen. Es kann nichts Negatives passieren, aber BSG kann das hier und da auch unterstützen. Was aber wirklich essentiell ist, ist, dass das Ganze wirklich ordentlich zusammengefasst ist. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass es Hand und Fuß hat, schriftlich gut zusammengefasst ist. Und wenn sowas Interesse weckt, dann hat BSG auch immer Rückfragen und dann kann was draus werden. Aber es muss halt wirklich gut zusammengefasst sein. Ja, genau, ganz genau. Also, wenn ihr irgendein Anliegen habt, kontaktiert uns, eure Emissäre. Es ist egal, worum es geht. Es spielt gar keine Rolle. Und auch wenn es nur wenige Leute sind, die Hilfe haben wollen für ein kleineres Event beispielsweise. Also wir finden es gut, dass auch kleinere Communities versuchen, ihre kleinen Events zu organisieren. Es ist super zu sehen. Das ist eine gute Sache für uns alle. Also wenn ihr eine Idee habt, die vielleicht auch noch gar nicht bekannt ist, redet auch mit mir oder egal mit wem. Mit jemandem, mit dem ihr euch vielleicht ein bisschen besser verbunden fühlt. Oh, Piggy! Ja, also fühlt euch immer berufen, die Leute zu fragen und sie anzusprechen. So, wir haben noch einen südamerikanischen Emissär. Herzlich willkommen, Alves Esquilo aus Brasilien. Also mein Spanisch ist schon schlecht und mein Portugiesisch ist noch viel, viel schlechter. Deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen, Alves Esquilo. Dankeschön, danke für die Einladung. Wie geht's euch? Auf Portugiesisch sagen wir El Visit Kill.
Du hast es fast richtig gesagt, aber es passt schon, ja, es passt. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alves? Wie viel Uhr? Also es ist 2:15 hier bei uns. Mittags. So, also die erste Frage direkt wieder. Wie bist du Emissär geworden? Also, ich habe Februar letzten Jahres angefangen. Das war 2020 und ich war sofort gefesselt von dem Spiel. Das Problem damals war, dass die ganzen News, die wir bekommen haben, Informationen, entweder auf Russisch waren oder auf Englisch. Und das war halt etwas, was uns das Ganze etwas erschwert hat. Und da habe ich schon versucht, der Community zu helfen, das Spiel besser zu verstehen. Also zum einen natürlich zu erklären, dass das Spiel in der Entwicklung ist, den Leuten verständlich zu machen, was ist das für ein Spiel und in welchem Punkt sind wir, dass sie verstehen, dass das Spiel eben nicht fertig entwickelt ist und dass noch sehr viel gemacht werden muss. Und ja, ich wurde einmal eingeladen von Chicky Bricky, einem Podcaster bei uns. Er macht sehr, sehr viele News für die Community und bespricht auch sehr viele technische Aspekte von dem Spiel und alles drumherum. Und ja, ich habe bei ihm versucht sozusagen den nächsten Schritt zu machen und dem Ganzen näher zu kommen. Und über ihn versucht, eine größere Community anzusprechen, um Dinge zu erklären und Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Also, ich bin jetzt einen Monat Emissär, einen Monat. Und ich muss sagen, es ist nicht leicht. Es ist einfach nicht leicht. Ich bin aber gleichzeitig sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ein Teil des Ganzen zu sein, aber vor allem ein Teil im Sprachrohr der Spieler zu sein, der Community zu sein, ist einfach großartig. Eine Stimme für das Spiel zu sein, an die Entwickler, ist einfach toll. Also ich denke, dass jede Region, jedes Land, jeder Bereich so seine eigenen Probleme hat, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben Probleme, die andere gar nicht sehen, die andere gar nicht kennen. Und das zu bündeln und ein Sprachrohr zu haben für unser Land, für unsere Probleme, die wir bei uns haben, die Communities sozusagen zu bündeln und andere Communities zu kontaktieren, das ist toll. Das ist auch mein Fokus. Also ich konzentriere mich primär darauf, die wichtigsten Probleme, die wir hier im Land haben, zu sammeln und das dann gemündelt weiterzugeben. Gerade wenn es auch Probleme gibt mit den neuen Patches und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses Emissär-Programm ist eine großartige Chance einfach für die brasilianische Community und großartig. Ja, ich denke auch, es ist einfach großartig, es spielt keine Rolle, woher du kommst. Es ist für jede Region großartig, einen Representative, also einen Repräsentanten zu haben, der da unterstützt und der die Probleme und der das Sprachrohr ist und alles weiterreichen kann. Das ist großartig. Am Ende ist es so, wie es ist. It is how it is. Und das Spiel ist so, wie es ist. Und ja, wir können nur helfen. Ja. Auch hier wieder, sagt Iron Fist, ist es so, dass Alves die Arbeit des Emissärs schon gemacht hat, bevor er den Titel hatte. Also er hat die komplette Arbeit schon gemacht, er hat sich eingesetzt, er hat versucht zu helfen, er hat sehr, sehr viel gemacht und was damals halt interessant war, ist, dass Brasilien gar keinen Repräsentanten hatte. Es gab in einem Land keinen und jetzt jemanden zu finden, der sich sowieso schon einsetzt und da hilft. Es war für uns natürlich auch großartig, dass Alves da die Stelle des Emissärs übernimmt in Brasilien. Alves, so, I guess, is there a, do you,
Do we have Portuguese in the wiki? Haben wir eigentlich portugiesische Sprache bei Wikipedia? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Also eine Sache, die wir organisieren, ist, dass wir sozusagen helfen, das spanische Wiki aufzubauen. Es gibt 13.000 Seiten, auf EFT Wikipedia. Es gibt mittlerweile auch einen portugiesischen Wikipedia, aber die Arbeit ist einfach zu viel. Wir mussten mit der Arbeit erstmal aufhören, weil es ist einfach zu viel. My intention is to start gathering the community. I already have some people that volunteer to help us translate. Okay, aber wir würden uns trotzdem sehr, sehr gerne freuen, wenn sich Leute melden, die uns helfen würden, das Ganze ins Portugiesische zu übersetzen. Also, wenn es Leute gibt, die Portugiesisch sprechen und gut Portugiesisch schreiben, also wir haben momentan kein portugiesisch Wiki, aber es ist für uns halt umso wichtiger, weil gerade in Brasilien viele Leute gar kein Englisch sprechen. Also helft uns, das wäre einfach großartig. Ja, also an dieser Stelle, Leute, wenn ihr hier zuhört, wenn ihr aus Brasilien seid oder egal woher, wenn ihr Portugiesisch redet, das ist euer Mann. Verbindet euch mit ihm. Wenn ihr verbindet euch mit ihm, also kontaktiert ihn, wenn ihr Portugiesisch gut sprechen könnt und schreiben könnt vor allem, helft Tarkov zu einem besseren Ort zu machen, ja? Ja, talking about helping Tarkov to be even better. I decided to bring like ETS as a subject. Habt ihr ETS-Server? Das ist, glaube ich, das Thema. Also viele wissen gar nicht, was das ist, ein ETS. Ich kriege sehr oft mit in meinen Streams, dass ETS gar kein Begriff ist. Also ETS steht für Early Test Server, also Server, wo halt frühe Versionen des Spiels getestet werden. Und diese ETS-Server werden für Menschen freigegeben, die bereit sind, sozusagen zu helfen und sich solche frühe Versionen anzuschauen. Ja, aber das ist komisch, manchmal oder wenn man drüber nachdenkt, dass wir eigentlich einen Testserver haben für ein Spiel, was noch in der Testphase ist. Also das ist teilweise ein bisschen sehr, sehr komisch. Was bei uns passiert ist momentan, wir sind in einem Spiel, was in der Entwicklung ist und es wächst immer mehr. Und Leute, die von der Arbeit zurückkommen und dann eine Runde EFT spielen wollen, die das als Hobby sehen, die setzen sich an den PC. Eigentlich, was sie wollen, ist, das Spiel abzudaten, wenn ein Patch gekommen ist, runterzuladen und zu spielen. Ganz einfach. Aber momentan ist es so, dass halt viel mehr als das notwendig ist. Es kommen ständig Updates, Veränderungen im Spiel, die das ganze Gameplay verändern, die sozusagen auch, herauszufinden, was geändert wurde, wie es geändert wurde, was die neuen Features sind, was passiert ist, das ist eben nicht so leicht für die Casuals sozusagen, für den Casual-Spieler herauszufinden. Bei den ETS-Servern ist das so, dass wir ein NDA-Agreement haben, also ein Non-Disclosure-Agreement. Das bedeutet, dass wir nichts drüber sagen dürfen über so einen ETS-Server. Aber die Leute, die Zugang haben und darauf kann sich jeder bewerben, die können eben Feedback geben über die ETS-Kanäle. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die so einen Zugang haben zu einem ETS-Server, oder wenn ihr jemand seid, der glaubt, mit so einem Zugang helfen zu können in Zukunft, also wirklich konstruktives Feedback zu geben, sozusagen so neue Mechaniken einen Feinschliff zu geben und wirklich gutes Feedback zu geben, sodass ein Entwickler versteht, wo Probleme sind, dann
Bewerbt euch dafür. Ihr müsst für einen LTS-Server mindestens Level 20 sein und ihr müsst Tarkov 6 Monate spielen, also gespielt haben. Also das bedeutet, dass ihr eben die Basics von Tarkov schon verstehen müsst. Ist ja logisch. Die Basics müsst sitzen, damit ihr auch entsprechendes Feedback geben könnt. Wenn ihr diese Parameter erfüllt, ist es noch keine Garantie dafür, dass ihr einen Zugang bekommt. Tatsächlich ist es so, dass immer nur ein relativ kleiner Teil, also man guckt sich diese Bewerber genau an und es ist ständig so, dass neue Leute hinzukommen und Zugänge bekommen. Und es kann auch seine Zeit dauern, bis man eine Antwort bekommt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Firma mal mehr und mal weniger ETS-Spieler braucht, je nachdem, was gerade getestet wird und wie viel Feedback die Entwickler bekommen. Ja, und das Schöne ist eben, dass ihr nicht nur die neuen Sachen testen könnt, sondern auch Mechaniken, die bereits im Spiel sind, testen könnt, die ihr vielleicht in einem normalen Spiel nicht testen könnt, weil ihr vielleicht Angst habt, euren Charakter kaputt zu machen oder sowas, irgendwas zu verlieren. Das ist natürlich auf so einem ETS-Server gar kein Problem, weil das nicht euer Hauptaccount ist. Also eine sehr, sehr schöne Option. Ja, und das ist natürlich auch so, dass ihr die neuen Sachen seht. Die Sachen, die repariert wurden bereits oder werden gerade. Oder Sachen, die neu rauskommen werden. Ihr seid einer der Ersten oder die Ersten, die sowas sehen. Ja, es ist eine schöne Erfahrung. Es ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Kannst du mal erklären, was man genau haben muss, um ETS joinen zu können? Also du brauchst erstmal im Launcher die ETS-Seite. Im Launcher gibt es den Menüpunkt ETS. Da einmal draufklicken, da gibt es die Erklärung über den ETS-Server. Was ist der ETS-Server? Wie funktioniert das Ganze? Und ja, weiter unten gibt es einen Knopf. Wo steht, einen Antrag stellen auf Zugang. Da klickt ihr einmal drauf. Ja, seid euch bewusst, wenn ihr euch da anmeldet, dass es eben eine Bewerbung ist und dass nicht jeder einfach reinkommt. Das ist natürlich die Sache, so ist, dass Leute durch die Bewerbung kommen müssen und dann auch angenommen werden. Was auch wichtig ist, ist, dass man dann auf dem ETS-Discord ist und da auch Feedback geben kann. Das gehört auch dazu. Ja, dann ist es so, dass man unten im Launcher neben dem Play-Button, wo die aktuelle Spielversion steht und der Play-Button zum Starten des Spiels, dass da so ein kleines Dropdown-Menü ist. Und wenn ihr da drauf klickt, bekommt ihr praktisch zur Auswahl eine andere Instanz des Spiels, wo eben ETS steht. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr dem ETS-Server joinen. Und was auch wichtig ist, es gibt auch im Launcher implementiert ebenfalls eine Option, in der steht Feedback abgeben. Und das ist auch wichtig, dass man eben dort Fragen findet, die zu dem aktuellen Status des ETS-Servers sozusagen spezielle Fragen stellen zu dem aktuellen Stand auf diesem ETS-Server. Und ja, also man kommt sozusagen über den Launcher direkt auf diese Feedback-Form und findet direkt konkrete Fragen zu diesem aktuellen Update, was auch immer es gerade ist. Also ich habe mich nie beworben für ETS. Und wenn ich mich bewerben würde, würde ich es wahrscheinlich spielen wie das normale Tarkov, weil es komplett stressfrei ist, weil da keiner da ist. Du hast ja keine Gegner. Also ganz entspanntes Tarkov-Spiel. Ja, du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du Leute kennst auf dem ETS-Server, mit denen zusammenzuspielen und auch andere Dinge zu lernen, Teamwork zu lernen,
Und das in einer ETS-Umgebung zu lernen, wo man noch Fehler sieht oder ja, wo man eben noch besser Feedback geben kann über das Spiel, ob man jetzt solo spielt oder im Team. Even if you are a person like me, by playing the ETS, you are still helping because you will run in. Also, alleine schon, wenn man einen ETS-Server spielt, nur wenn man es spielt, wird man automatisch auf Dinge treffen, die man im Hauptspiel nicht hat, die Probleme bekommt, die man nicht hat. Also allein damit hilft man schon den Entwicklern. Ihr werdet irgendwelche Bugs auffinden, irgendwelche kaputten Sachen finden und ihr habt dann die Möglichkeit, diese Probleme direkt an BSG weiterzugeben und so, dass BSG wiederum die Möglichkeit hat, das Ganze zu lösen, zu reparieren und ja, wieder in Ordnung zu machen. Also der direkte Kontakt sozusagen zu BSG. Ja. Also auch wenn man jetzt Lust hat, was anderes zu machen einfach, ist der ETS einfach eine großartige Option, um was zu tun für das Spiel und für sich selber auch, einen sozusagen neuen Content und gleichzeitig eine Hilfestellung zu geben für die Entwickler. Die Teilnahme an solchen ETS-Servern ist sehr, 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 sehr hilfreich für die Entwickler. Es spart den Entwicklern sehr, sehr viel Zeit und es nimmt auch sehr viele Probleme raus, die sonst in dem Launch eines Patches kommen würden und erst dann entdeckt werden würden. Also ihr helft den Entwicklern wirklich extrem mit der Teilnahme an solchen ETS-Servern. Ja, am Ende des Tages geht es halt darum, dass wir als Community, als Spieler zusammenhalten und helfen. Es kommt immer wieder auch selber hinaus, dass das Ganze Community getrieben ist, ja. Achso, stell du mal eine Frage. Iron Fist, weil ich bin die ganze Zeit am Fragen. Hast du eine Frage? Also was ist das Härteste für dich gewesen als Emissär? Das Schwierigste. Also ich glaube, das Schwierigste für mich war es, der Community zu erklären, wie man Feedback konstruktiv abgibt. Also es gibt einmal das Feedback, was einen verletzt. Also sozusagen, sozusagen den Spielern zu erklären, wie sie die Probleme überhaupt richtig in Worte fassen, um das vernünftig weiterzugeben. Und das nicht zum Beispiel auf Twitter rauszuhauen, in einem Hate-Thread oder ähnliches. Es ist so, dass Battlestate Games auch gar nichts mit solchen Hate-Meldungen anfangen kann. Also konstruktive Kritik ist das, was gelesen werden kann und womit man noch arbeiten kann. Also wir haben ja schon öfters heute gehört, dass jede Region ja auch komplett verschiedene und unterschiedliche Probleme haben kann, die in anderen Regionen gar nicht da sind. Und es ist so, dass man gar nicht denkt manchmal, dass ein Problem, was man selber entdeckt, überhaupt schon allgemein entdeckt wurde. Manchmal ist es so, dass man etwas aufdeckt, was vielleicht ein Riesenproblem ist, was noch gar nicht entdeckt wurde. Und ja. Und deswegen es ist einfach wichtig, es Bugs zu reporten. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, weil es ein Teil des Ganzen ist und was Großes ist. Ne? Und ein Spieler, der sein Feedback abgibt, hat einfach seinen guten Teil dazu beigetragen und geholfen, das Spiel weiterzuentwickeln und zu verbessern. Feedback on it, so I think most of the issues a lot of people complain for a long time are on this patch, so eventually you're gonna see the bug track fixed, but there might be something else that is bigger. Auch wenn ihr Bugs habt, die augenscheinlich schon gefixt wurden oder gefixt werden oder wie auch immer,
könnte es trotzdem immer noch Teil eines größeren Problems sein. Es ist immer Gold wert, einen Bug zu reporten, einen Fehler zu melden, weil wir können nur das lösen, was wir sehen. Was wir nicht sehen, können wir auch nicht in Ordnung machen. And we discuss it in a constructive manner. Yeah. That's I expressed myself wrong, sorry about that. No, that's okay. I just wanted to, you know, make sure that, you know. Und ich wollte nochmal klarstellen, dass Leute, die keine konstruktive Kritik abgeben, dass wir auch da versuchen, mit den Leuten zu reden und das irgendwie noch zur konstruktiven Kritik umzuwandeln, dass wir es dann weitergeben können. Weil auch das wichtige Kritik sein kann. Yeah. But we do forward that information. Also auch solche Informationen leiten wir weiter. Es ist halt immer das Ding, dass wir versuchen, alles weiterzuleiten und ja, sowas aber erst besprochen werden muss. Das ist ordentliches. But at the end of the day, the main thing is that we've raised the issue. We've had a constructive. Am Ende des Tages geht es nur darum, dass wir das Problem lösen können oder halt zumindest darüber reden können. Also sozusagen eine Unterhaltung führen können über ein Problem, um überhaupt das Problem zu verstehen, dass wir überhaupt realisieren, worum geht es eigentlich, was steckt dahinter. Und ja, manchmal können solche Sachen sehr, sehr kompliziert sein und erfordern dann auch entsprechend komplizierte Lösungen. Also das ist alles eine Frage der Kommunikation am Ende des Tages. Elvis, vielen Dank für dein Feedback, dass du heute hier dabei warst, dass du Zeit genommen hast, dabei zu sein. It still goes a very long way, I think. Und ja, danke schön. Ich muss zurück zur Arbeit. Er ist sogar am Arbeiten. Also, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich muss jetzt zurück zur Arbeit. Danke schön. Ladies and gentlemen, Alves Escuelo, the Brazilian emissary, he's been doing the emissary thing for a very long time without actually really even being an emissary. And we're gonna keep stressing this point today. Also, hier war ein schönes Beispiel mit Elvis. Elvis war jemand, der seinen Job als Emissär schon sehr, sehr lange gemacht hat. Also wirklich schon sehr lange gemacht hat. Aber eben nie Emissär war. Und erst seit einem Monat Emissär ist. Und daran sieht man schon, also wer sich einsetzt, der hat die Chance, sowas zu werden. Emissary, in fact, this will be the last one. So, ich habe noch einen Gast für heute. Das ist der letzte für heute Abend. Er ist der Emissär aus Nordamerika. He actually joined us as well relatively recently, if I'm not mistaken, but nonetheless, please. Also, willkommen an Spectator 6. Er hat einen anderen Namen, aber heute für den Cast benutzen wir den Namen Spectator 6. Willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Grüße. Ich bin einer der Emissäre aus USA und ich möchte stellvertretend hier von allen einmal Hallo sagen. So, also an dich auch die Frage, wie bist du Emissär geworden? Ja, ich bin relativ neu, ich wurde von Dan eingeladen, beziehungsweise gefragt damals. Also ich habe Streams gemacht, Real-Life-Weapon-Stream, also mit echten Waffen gefeuert, in Schießständen gefeuert, ich habe echte Waffen abgefeuert, Nahkämpfe sozusagen live gestreamt und solche Geschichten und war bei vielen Events dabei. Ich bin auch ein Computer-Nerd, habe also auch viel programmiert, viel am Computer programmtechnisch gemacht. Und ja, mich hat immer interessiert, warum Spiele das machen, wie sie es machen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und für mich war es immer interessant auch zu sehen, dass sie bei Escape from Tarkov, dass Tarkov so eine Art Nischendasein hatte.
eine kleine Community, die sozusagen sehr, 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 sehr engagiert wäre. Ich war generell auch immer interessiert, auch an anderen Systemen, anderen Spielen, wie das alles funktioniert. Und ja, war so mein Hobby gewesen immer. Ja, wie ist es mit dir, Iron? Hast du schon mal Waffen abgefeuert? Echte Waffen? Ja, nicht in England. Ich war schon ein paar Schießständen, ja, aber... Ja. Was hast du für Waffen abgeschossen, Sneaky? Nur so ein paar Basic Waffen. Eine AK habe ich in Hand gehalten, aber nie geschossen. Also wir haben hier ein Museum bei uns. Da kannst du das tatsächlich machen. Also Waffen in die Hand nehmen und doch abschießen und auch schießen. Sehr, sehr schöner Ort, dieses Museum. Also das. Es war früher, glaube ich, eine Festung. Und ja, war ein großes. Großes Gebäude, also es hat doch irgendwie einen historischen Wert bei uns, war damals da noch ein Krankenhaus irgendwann, super, super alt, hat schon viele, viele Generationen hinter sich gelassen, durch einige Kriege schon gekommen. Ja, auf jeden Fall, da gibt es auch diese Shooting Range, also ja, kann man auch Waffen abfeuern. That's actually a physical place, you know. That's kind of why I get a good kick about, you know, this type of hands-on experience. I get a real kick out of seeing the stuff that Nikita posts on his personal Instagram. Like some of the devs get together on the weekends, right? And they go out in the range, they do all this really cool stuff in training. And that's really unique to have in a development team. Most development teams have zero hands-on firearms or any of that type of training. Also, was mir aufgefallen ist, sagt er, ist das was uns sehr gefallen hat aufgefallen ist, dass wir allgemein bei den Emissären wenig Leute haben, die wirklich mit echten Waffen Erfahrung haben. Also bei uns hier in den USA ist es halt so, dass einige Leute Erfahrung haben und wir halt dieses Feedback auch nochmal an Battlestate Games geben können. Wie funktionieren verschiedene Systeme? Was ist, also eine Waffe in echt abzufeuern, ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man das dann im Spiel macht und vergleichen kann und entsprechend Feedback geben kann, was da gut ist, was da schlecht ist. Ne? Und ja, das ist auch der Grund, warum wir als Spieler gerne spielen, weil wir Dinge machen können, die wir im echten Leben halt nicht machen können, ist ja ganz klar. Wir werden vielleicht teilweise niemals die Erfahrung machen, die in einigen, die wir in Computerspielen machen können. Und deswegen ist es sicherlich sehr, 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 sehr gut, weil wir Leute haben, oder weil das Spiel so nah an der Realität ist, ist diese Verknüpfung sozusagen zwischen Spiel und echtem Spiel und Leben, echtem Leben, ist diese Differenz so klein. Also man kann im Spiel viele Dinge machen, die man im echten Leben nicht machen kann, aber machen könnte, weil es so realistisch, der Realität sehr nahe ist. Ne? Und Feedback von Emissären, die natürlich da nochmal mehr Erfahrung haben, ist natürlich eine große Bereicherung für das ganze Team. Ja, also für mich als Newcomer muss ich sagen, dass es ziemlich cool war, die Emissäre, also das Ganze mal hinter den Kulissen zu sehen, wie diskutiert wird, was die Leute machen, welche Empfehlungen man geben kann, welches Feedback man geben kann und wie das ganze Feedback verarbeitet wird und weitergegeben wird. Das war schon sehr faszinierend. So, um meine Rolle mal zu erklären in der Community. Also, bei uns ist es so, jeder Emissär hat so ein bisschen anderen Schwerpunkt. Und bei mir ist es so, dass es, bei mir geht's mehr so um das Hardcore und realistische Feeling. Also, einigen Leuten, Leute mag es nicht klar sein. Aber im Endeffekt reden wir, wenn wir über das Spiel reden, über sehr, sehr viele Dinge, die sich immer wieder um das Waffenhandling drehen, um Heilungsanimationen,
und so weiter und so fort. Und die Leute, die dann sozusagen meckern und Probleme haben, die wollen ja im Endeffekt auch nur Feedback abgeben, weil sie einfach etwas genervt sind und das Ganze besser machen wollen und besser, das wollen, dass es besser wird. Und ich denke, oh, ich komme nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht mehr hinterher gerade. Wir haben jetzt 2 Stunden. Wird gerade mega anstrengend, ihm zuzuhören. Es ist gerade sehr, sehr schwer. Der Kopf raucht nach 2 Stunden und jetzt haben sie... Also, was er auf jeden Fall sagen will, ist, wie die anderen halt auch, ne? Dass er halt nochmal realistischer sozusagen an die Waffen, an das ganze Ding rangehen kann. Und ja. Ich glaube, wir überspringen das Ganze hier mal, weil das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ich lasse es mal ein bisschen laufen. Das ist too much. It feels like, I don't know, for me it felt almost like home, and everybody was always super welcoming and always ready to help. And honestly, within a game that's as hardcore as it is, I don't know. Again, go and try and play Armor on like a, you know, Armor 3, for instance, on like a really, you know, high level, like high skill Milsim type server. I don't think people will be as welcoming. They can be sometimes, yeah, but the reality is that in most cases, people will be expecting a certain level of knowledge, of play, whatever it is. Again, it's the same for DayZ, for instance. Might be super, super new, but in DayZ, it's a little bit different. But in Tarkov, that is, you know, the whole... Dude, people go well above and beyond massiv. To try and help other people. Again, the Sherpa program. Ach du Scheiße, wir überziehen gerade. In fact, anybody that... Ganz gut, weil da kommt ja noch, ein fettes Ding kommt ja noch. New players ask your questions here. It's a thing that just permeates the category. And I think that is a real stamp of kind of like where the mindset of the community is. Yeah, so. And EFT kind of straddles that nice middle ground kind of, right? Ich glaube, die Jungs und Mädels haben sich ein bisschen verquatscht. Style of game, and it's not so like hardcore and so. Haben sich so ein bisschen, hat sich doch ein bisschen länger in die Länge, hat glaube ich keiner mit gerechnet, dass jetzt doch, es hatte jeder viel zu sagen, sagen wir mal so. Was ja auch ein schönes, ist ja ein schöner Anlass, dass die Leute alles loswerden konnten, ne, und... Ja, das Programm. Wir haben einen super Einblick bis jetzt bekommen in das ganze Emissaire-Programm. Das ist natürlich wirklich klasse. Ja. Ich hoffe, dass wir das Highlight noch kriegen. Würde ich persönlich sehr, sehr gerne sehen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil... Also, ja. Gucken wir mal. Aber vielen Dank, Darkwing, für das Feedback. Dankeschön. How long does it take someone to engage someone on his left and then swing around and engage someone on his right? How long does it take, like, to line up shots in these little bitty FPS trainer dots, right? Versus in real life, how long does it take people to go through like a course of fire and like land A zone? Also Diskussion, um die es jetzt gerade geht, ist Flickfire. Ne? Es geht darum, wenn ich weiß, was Flickfire ist, wenn ihr einen Gegner seht, blitzschnell sozusagen auf den Gegner zu zielen und mit gutem Flickfire eben Gegner zu legen. Und die Frage ist, ob sowas in so einem Spiel plausibel ist. Also gehört das so überhaupt da rein in Escape from Tarkov? Also Flickshots. Also Flickshots, hinter dir steht einer, drehst um, erschießt ihn und dann siehst du oben links jemanden, drehst schnell um und machst eine Bewegung, schnell diesen Schuss. Ne? Ist das realistisch? Gibt's das auch im realen Leben?
Oder ist das etwas, was aus dem Spiel vielleicht in irgendeiner Art und Weise herausgenommen werden sollte? Durch Inertia oder sonst irgendwas, ne? What makes it unique? What makes it special? And that's where, you know, just from, again, from this community, a lot of these people, we're really excited and we're really eager for EFT to continue to make strides kind of towards more hardcore roots and just separate itself from the pack. Just be so far off where people, it's like, hey, you want to buckle up and play something great? Let's go. This is Tarkov. Yeah. It's not game A or game B. Or, it's like definitely, whoa, this is so different and so unique. So, Blake. I'm sorry, Spectator. They've revealed you in the chat, okay? They've called you Blake already. Danke von mir, das ist echt cool. Danke, Sami. Oh, well, there you go. Relax mir mal 5 Minuten. Weil, ja, ist schon die Verabschiedung. Also wenn ich, mal gucken, was noch kommt. Mal gucken, ob die das Programm noch durchziehen. Aber wir sind ja schon fast 2 Stunden dabei, ne? Holy moly. Das ist cool, dass sie so viel erzählen. Also nicht falsch verstehen, finde ich cool. Aber es ist ein bisschen anstrengend gewesen. Ja. Aber interessanter Einblick von Spectator 6 hier. Nochmal, wie gesagt, dieses realistische Waffenverhalten, echte Waffen abfeuern und so weiter. Feedback aus der Seite zu geben. Ist für uns natürlich ein komplettes Fremdthema, ne? So, jetzt der nächste Kollege. Vielleicht, ja. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. In verschiedenen Forums, in Twitch-Chats, hier und da. Er ist bekannt und es ist mir eine große Ehre, den einzigartigen, ich müsste ja nicht jetzt die anderen kleiner machen und ihn jetzt größer, aber es ist mir eine ganz besondere Ehre, ihn heute vorstellen zu dürfen, Tobias, das ist Tobias, Grüße. How can I follow up with all these great previous speakers who came before me. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mithalten kann mit den ganzen Leuten, die vor mir hier dran waren und so eine großartige Arbeit gemacht haben. Es ist, war ein Privileg für mich, zu diesen Leuten zuhören zu dürfen und ja, so lange Zeit von denen zu lernen. Vielen Dank auch an Sneaky für das ganze Hosten hier und das Organisieren. Das ist Es ist also, als wir das Ganze hier geplant haben, vor 10 Tagen war das ungefähr, war mir nicht klar, wie groß oder wie gut das Ganze wird und wie ihr das Ganze hier macht, finde ich großartig. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben. Wir wollen von dir keine Background-Informationen, aber... Das ist Nikita's Department. He's the lead guy. I'm here to speak about the emissaries and the great job they do. Also ich werde nichts über das Spiel jetzt leaken. Das ist Nikitas Aufgabe. Aber ich bin wirklich hier für das Emissär-Programm. Also ich möchte mich erstmal vorstellen, aber wer bin ich eigentlich? Ich bin der Tobias. Ich bin der Emissary-Koordinator und Community Manager von Battlestate Games. Ich arbeite aber auch als Web-Developer, also als ein Entwickler, in der anderen Zeit sozusagen, die dann noch übrig ist. Wenn ich zurückschaue, wann ich EFT angefangen habe, es war Februar 2017. Es ist unglaublich, wie ihr euch alle erinnern könnt, seit wann ihr EFT spielt. Ich weiß noch, dass ich damals ein Video gesehen habe und ich dachte, boah, geil, das muss ich spielen. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich finde es faszinierend, dass ihr das so genau noch alles wisst. Ja, bei mir ist es ziemlich einfach. Ich habe halt eine E-Mail bekommen, da stand genau drin, weil ich das Spiel gekauft habe und von daher weiß ich es noch ganz genau. A really major event for me. It's like I've had two big loves in terms of games and it's also bei mir ist es so, ich habe zwei große Spiele gehabt. Das eine war Evil Line, so ein Weltraum Simulator und
started seeing the introductory videos of Escape from Tarkov. Und 2015 habe ich die ersten Videos gesehen von Escape from Tarkov und die Visionen, die diese Entwickler damals hatten. Also es war damals, hat sich so hervorgehoben in, auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Es hat mich so fasziniert. Also damals war es ja so, dass auch viele Leute noch nicht mal online gespielt haben. Ich habe einen bisschen militärischen Hintergrund und es hat mich noch mehr fasziniert, dann das Ganze zu sehen. Und ja, ich habe damals gesagt, ich muss da irgendwie dran teilnehmen an dem Ganzen. Ich möchte da mitmachen. Und ja, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich damals in Foren angemeldet und ja, mich engagiert. Und 2018 war das dann soweit, dass ich Emissär wurde in Polen. Also ich wurde polnischer Emissär 2018. Und ja, die Leute dort haben mich auch sehr, sehr motiviert, weiterzumachen und das Ganze voranzutreiben. Koordinator des Emissär-Programms bin ich Anfang 2020 geworden. Und angestellt oder einen Vertrag bekommen von Battlestate Games habe ich bekommen im November 2020. Also das Team, was ich bis jetzt, wie ich es jetzt kennengelernt habe, ist absolut faszinierend. Genauso wie ihr Leute, die ihr hier die Communities repräsentieren, ist auch absolut faszinierend. Also die Leute, die das Spiel entwickeln, sind absolut leidenschaftlich. Ich bin absolut leidenschaftlich. Ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Ich glaube, Iron Fist, du hast es ein paar Mal gesagt. Wir sind eigentlich gefangen in dem Spiel. Wir kommen da gar nicht mehr raus. Wir sind verflucht oder Fanboys, wenn man es negativ sagen möchte. Also ja, ich denke, ich kann euch in einigen Punkten zustimmen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass jeder von uns gehört werden kann und in sich einbringen kann in dem Ganzen. Ne? Also jeder von uns hat die Möglichkeit, seinen Teil hier beizusteuern. There's never really been any real limitations in terms of what we can and can't. Also ich habe zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, als Niki, dass ich so limitiert war an dem, was ich tue. Also das, was ich sozusagen machen möchte und machen darf, das ist nie limitiert gewesen durch irgendetwas. Ich konnte immer so viel machen, wie ich machen wollte. Und es gab auch nie jemanden, es gibt keinen, der sagt, das darfst du aber nicht so machen oder das musst du so und so machen. Jeder kann das auf seine eigene Art und Weise helfen. Ich habe das Gefühl, dass jedes Thema, was angeschnitten wird, dass man darüber diskutieren kann. Und wenn jemand, sagen wir mal, das ein bisschen engstirniger sieht, kann man auch mit dieser Person darüber reden und eine Lösung finden, einen Weg finden, zu einer Lösung zu kommen. Also, dass wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also seitdem ich Lehrer bin, also jetzt seit ungefähr 12 bis 15 Jahren, für mich ist es eine andere Art, sozusagen den Emissär zu sehen, zu managen, zu sehen, was sie machen. Im Endeffekt sehe ich das so, dass ein Emissär auch nichts anderes als ein Lehrer ist. Und ich denke, als Lehrer muss man eben auch sehr, sehr geduldig sein. Man muss respektvoll bleiben, egal wie dein Gegenüber ist. Man muss einfach auch wenn dein Gegenüber plötzlich laut wird und rumschreit und respektlos ist, musst du trotzdem mit Respekt antworten, was wiederum dazu führt, dass dein Gegenüber runterkommen kann, dass da alles wieder respektvoller wird und wieder seinen Weg geht. Das ist eine große Kunst und das ist auch etwas, was ich oft in Chats sehe, dass es eben ein Riesenproblem ist, weil so viele Leute so viele verschiedene Meinungen haben. Und ja, so ein Spiel zu entwickeln ist einfach sehr, sehr, sehr komplex. Und es ist sehr, sehr schwer, da allen Leuten gerecht zu werden. Das ist eine große Kunst. Und ich möchte an dieser Stelle euch danken, alle Emissäre,
dass ihr diesen Job macht. Es ist wirklich eine großartige Hilfe. Wir als Entwickler bei Battlestate Games haben auch große Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Und ihr als Emissär helft uns unglaublich dabei, alles hinzubekommen. Almost trying to, in short form, explain it as Space Tarkov. Now, that in itself, I think, speaks quite a lot, even though, yes, it's a brilliant game, don't get me wrong. I haven't actually played it myself. I do aim to, you know, at some point at least try it out. But the fact that Tarkov has really raised the bar and has set that bar and has kept that bar, I think it's almost become a genre of shooter raid style thing. So anything that comes close always immediately gets compared to Tarkov. Ja. Also es ist mittlerweile ja so, dass dieses Genre von Escape from Tarkov schon, also viele Leute reden darüber, viele Leute spielen es, aber viele Leute reden auch einfach darüber. Und es ist so, wir haben das Gefühl, dass wenn Spiele rauskommen, die nur ansatzweise so sind, wie Escape from Tarkov, dass es mittlerweile schon so weit ist, dass es in erster Linie mit Escape from Tarkov verglichen wird. Also dass sozusagen Escape from Tarkov mittlerweile ein Maßstab geworden ist für andere. Für andere Entwickler, für andere Spiele, für andere Spielideen aber auch. Und das ist für uns natürlich großartig, dass wir an dem Spiel sitzen, was eben der Ursprung ist für das Ganze, und dass wir hier helfen können und das vorantreiben können, ist eine großartige Sache. Als kleiner Junge anzufangen, der gerne Videospiele gespielt hat, und jetzt an einem Projekt mitzumachen, was Großes werden kann. Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Ich denke, also Battlestate Games hat ja letztens erst das 7-jährige Jubiläum gefeiert. Das Emissäre-Programm feiert jetzt das 5-jährige Jubiläum. Und ja, natürlich gibt's auch immer wieder negative Sachen zu sprechen, auch in den ganzen Jahren. Aber am Ende des Tages überwiegt einfach das Positive. Und Nikita und seine Entwickler wollen auch immer das Positive geben und mit der Community reden und Feedback bekommen und zusammenarbeiten und sich weiterentwickeln. Und ja, wir alle versuchen halt aus einem Rohr zu sprechen, Emissäre, Entwickler, Manager und so weiter. Von meiner Seite aus, von jemandem, der das Emissär-Programm gestartet hat vor 5 Jahren, zusammen mit der Lina, glaube ich, Wir haben damals sozusagen Leute kennengelernt, die richtig leidenschaftlich das Spiel spielen, und konnten das erste Mal eine Verbindung schaffen zwischen den Spielern und Entwicklern, also Feedback zu bekommen. Und das war schon eine krasse Erfahrung. Schon damals vor 5 Jahren war das schon was Besonderes, weil meine erste Erfahrung war damals in Polen, wo die Leute zugekommen sind und uns angesprochen haben, und das Emissär-Programm sich sozusagen von da aus erst entwickelt hat und seinen Anfang genommen hat. Ja, ich bin mittlerweile in einer Position, wo ich alle Emissäre koordiniere und verwalte. Neben mir, also mir helfen tut Walker, also sozusagen meine rechte Hand, ein brillanter Mensch, der sehr, sehr hilft, der auch bei Evasion hilft und da mitwirkt bei den Evasion-Turnieren und ja, sagen wir, damit auch mehr so die kompetitive Seite erfüllt. Also für mich, für das Emissär-Programm, und er vielleicht so ein bisschen mehr für das Kompetitive, für die kompetitive Seite des Spiels. Ja, und ich möchte noch was sagen an die ganzen Emissäre. Wenn ihr irgendeine Referenz braucht, als ein wie sagt man, wenn ihr für euren Job in Zukunft eine Leistungsbeurteilung braucht, kommt jederzeit zu mir. Ich werde euch eine Leistungsbeurteilung geben, jedem Emissär, der das haben will, der das braucht. Ihr macht einen großartigen Job, und ich gebe euch da gerne auch offizielle Urkunden dafür, sozusagen, ne? Offizielle Bescheinigungen. Ja, vielen Dank. Also ich komme sehr, sehr gerne darauf zurück, sagt Nikiru. Das ist großartig. Dankeschön. Ja, ich möchte an dieser Stelle also allen Emissären danken für die 5 Jahre harte Arbeit, für die Zeit, die sie
geopfert haben, sozusagen. Jeder macht auf seine eigene Art und Weise seine Arbeit, jeder ist auf seine eigene Art und Weise fantastisch in dem, was er macht und wie er es macht. Wir haben heute mit einigen gesprochen, die komplett neu sind im Programm. Wir haben Leuten gesprochen, die schon sehr, 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 sehr lange im Programm sind, und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der Lust hat, mitzumachen, und ich wünsche an dieser Stelle noch ein frohes Fünfjähriges. Und aber warte, bevor du gehst, weißt du, was wir als Nächstes haben? Ich glaube, ich weiß, was ihr als Nächstes habt. Möchtest du, dass ich das sage, oder? Ja, wir haben den Boss selbst, der die Emissäre auch nochmal ansprechen möchte. Ich glaube, eine Nachricht, die sehr, sehr herzlich ist, und zwar von dem Boss selbst, von Nikita. Eine sehr herzliche Rede. Ja, ich werde es jetzt machen. Ich werde es jetzt euch zeigen. Genießt es. Es ist sehr emotional. Sehr, sehr emotional. Macht euch auf eine emotionale Nachricht gefasst. Let's go. Also, hallo. Grüßt an alle Emissäre. Ich bin Nikita. Ich möchte hier alle gratulieren nochmal für das Fünfjährige. Und wir haben all die Jahre zusammengearbeitet, zusammengelebt. Und viele Dinge werden noch in Zukunft auf uns zukommen. Ich möchte mich bedanken für euren Einsatz, den ihr gezeigt habt in den vielen Jahren, und für eure Unterstützung und Hilfe für die Community-Arbeit und für so viele andere Dinge, die ihr gemacht habt. Eure Hilfe hilft wirklich sehr. Jeder einzelne Moment, wenn es darum geht, größere Events zu planen, Community-Feedback zu bekommen, ihr seid immer da. Ihr seid immer hier mit uns zusammen und helft uns wirklich, wirklich sehr. Mit euren Kommentaren, mit euren Feedback. Und ja, es ist einfach wichtig für uns als Firma, für Battlestate Games. Und lass uns auf diese Art und Weise weiterarbeiten und das weiter vorantreiben, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr hilft. Ihr seid aber mehr als nur diejenigen, die ein Sprachrohr seid. Ihr seid diejenigen, die neue Spieler in das Spiel bringt, die Leuten die Philosophie von uns erklären, von dem Spiel, und den Leuten hilft. Ich meine, ihr macht das jetzt seit fünf Jahren, und einige von euch sind von Anfang an dabei. Ich möchte mich persönlich bei euch bedanken und jedem Einzelnen das Beste wünschen. Lasst uns in Zukunft noch mehr erreichen, noch mehr machen gemeinsam. Lasst uns noch mehr, vielleicht sogar Spiele machen. Egal, was wir machen in Zukunft, wir werden immer euer Feedback brauchen und hoffen, dass ihr auch weitermacht. Also macht weiter mit eurer großartigen Arbeit. Vielen Dank dafür. Ja, was soll ich sagen? Wer jetzt die Tränen verloren hat, ich verstehe das. Das sind die Momente, wo wir persönlich... Ich meine, wir sehen ihn manchmal so ein bisschen als Superman, der über allem steht, ne? Aber ja, in solchen Momenten sehen wir, er ist ein Mensch. Er ist auch nur ein Mensch, und ja, er ist nah bei uns. Also Leute, ich hoffe, ihr habt das Ganze genossen. Ihr habt Spaß an dem Podcast gehabt. Für mich war es großartig. Nochmal an dieser Stelle ein großartiges, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Fünfjährigen. Wir werden noch an dieser Stelle
Wir werden an dieser Stelle noch jemanden hosten, wo ein Community-Event auch stattfindet. Enzo at 9:30 PM CEST series of maps on the Italy server protected by guards. You will be able to find him in the lobby. Purple name, look. Ah, das habe ich gesehen, ja. Sehr, sehr spannend auch. Also ein italienischer Emissär, der ein Community-Event hat momentan, der ein Community-Event betreibt. Man muss ihn jagen. Also man muss sozusagen an den Wachen vorbeikommen, lebendig, und versuchen, Enzo, also den Emissär, zu töten. Er ist deutlich zu erkennen an seinem lila Namen. Ein sehr interessantes und lustiges Community-Event. Genießt das nochmal. Wir sagen an dieser Stelle hasta luego, hasta la vista. Viel Spaß weiterhin mit dem Spiel. Liebe. Geht raus und wir werden uns sicherlich bald wiedersehen im nächsten Podcast. Ciao. Macht's gut, alle zusammen, alles Gute. Ciao. Bye.